Herren, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge unserer Fernsehserie Die Montagsmaler. Nachdem im vergangenen Jahr Mitglieder der Fußball-Bundesliga-Vereine gegeneinander spielten, werden sich ab heute prominente Vertreter des ersten und zweiten Fernsehprogramms in unserem lustigen Wettstreit gegenüberstehen. Ich freue mich ganz besonders, heute Abend bei dieser ersten Sendung meine Kolleginnen und Kollegen der ARD und des ZDF begrüßen zu dürfen. Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich recht viel Vergnügen und den Mitspielern hier im Studio toi toi toi. Die Montagsmaler. Heute mit Elfi von Kalkreuth, Jutta Arzt, Siegfried Andrich, Viktoria von Kampe vom ZDF und von der ARD Caroline Reiber, Klaus Eckert, Karin Tietze-Ludwig, Hanni van Heiden und zwei Kindermannschaften. Die Montagsmaler mit Frank Elstner. So, herzlichen Dank. Danke sehr. Danke. Das ist reizend, dass Sie mich so nett hier willkommen heißen. Ich weiß, Sie heißen natürlich damit auch die beiden Mannschaften willkommen, ARD, ZDF. Donnerwetter, was gibt das für eine Reibefläche? ARD gegen ZDF, die beiden Giganten in einer Sendung. Ich muss mich gleich zu Anfang dafür bedanken beim ZDF, dass Sie mitmachen und dafür sorgen, dass wir hoffentlich eine gute ARD-Sendung machen. Herzlichen Dank für diese Generosität. Ich stehe hier wieder vor den Preisen, die zu gewinnen sind. Die Bilder, naive Bilder für unsere Gewinner. Und der Südwestfunk geht mit guten Beispiel voran bei den Sparmaßnahmen. Nur noch die Sieger können gewinnen heute Abend. Bilder, früher hat jeder ein Bild mit nach Hause nehmen dürfen. Jetzt dürfen es nur noch vier. Ich bin gespannt, wer der Sieger sein wird. So, jetzt geht's los. Wir zittern uns entgegen. Dagmar, herzlichen Dank für diese ganz zauberhafte Ansage. Sie hatte heute Abend bestimmt die schlimmste Rolle, denn sie musste neben den Kolleginnen live ansagen. Sowas stelle ich mir grauener vor. Dagmar, wie geht's? Alles in Ordnung? Sehr gut, alles in Ordnung. Und jetzt möchten wir endlich mal etwas tun. Das habe ich mir ein Leben lang gewünscht, wenn man immer, darf ich mal? Ja, die Fernsehansagerin immer so in Passformatgröße sieht, nicht? Jetzt heute, wir zeigen den ganzen Abend ganze Fernsehansagerin. Ach, ist das schön. Das ist toll. Dagmar, vielen herzlichen Dank. Sie darf nämlich nicht mitmachen bei der ARD, obwohl sie ja dazugehört, weil sie sozusagen hier die Fernsehansagerin, die Hausansagerin des Südwestfunks ist. Und wir möchten ja nicht, dass hinterher einer sagt, wir hätten also geschoben oder so. Naja, rein äußerlich spiele ich zwar nicht mit, aber innerlich bin ich schon dabei. Das ist reizend. Vielleicht machen Sie die Absage wieder, aber sowas gibt es, glaube ich, nicht. Sowas gibt es heute nicht. Ich werde mal mit Ihrem Intendanten sprechen, dass Sie auch eine Absage machen dürfen. Ja, gut. Dann wäre das so eine richtig hübsche, runde Sache. Dagmar, darf ich Sie hier hinbegleiten, damit Sie wenigstens bei uns bleiben? Da steht sogar reserviert drauf. Ja. Also danke, bitte, Frank. Was wollen Sie mehr? Vielen Dank, das kriege ich, danke. Ja. So, also jetzt zittern wir uns durch, nicht? Anderthalb Tage haben wir uns jetzt miteinander befreundet. Zu meiner Linken, das bei Ihnen zu Hause ist das, glaube ich, rechts, wenn ich das recht erinnere, das ZDF. Das ist eine Besatzung, was? Mein lieber Freund. Ich fange hier bei der Elfi an, Elfi von Kalkreuth. Dann ist es, Jutta Arzt, ich weiß das alles. Und der Herr Andrich, den kennen Sie ja von WUM und den 3x9-Nachrichten und Viktoria von Kampe. Ich zeige Ihnen mal, wie lang die ist. Wollen Sie es mal sehen? Komm, hier. Donnerwetter. Übrigens, da wollte einer klatschen. Habe ich die verhindert? Also, ich wollte... Danke. Wir können das Spiel weitertreiben. Auch die ARD ist durchaus mit einer sehr langen Ansagerin vertreten. Caroline, wir machen Modenschau. Caroline Reiber vom Bayerischen Rundfunk. Herzlichen Dank. Wie ihr euch alle fein gemacht habt, wie nennt sich denn so ein Modell? Traum der Montagsmaler am Abend oder sowas. Herr Eckert ist vom Westdeutschen Rundfunk und der Klaus und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren. Wenn wir uns heute Abend also duzen, dann soll das nicht etwa eine Verbrüderung sein. Karin Ludwig, die Karin vom Hessischen Rundfunk, kennen Sie alle. Und Hanni van Heiden mit der großartigen Karriere hin zur Fernsehansagerin über viele Bretter, die Welt bedeuten. Hanni, Sie müssen erzählen. Besser gesagt, ich frage Sie schnell. Ich soll nämlich am Anfang nicht so viel reden. Sicher schneller, ja. Tänzerin? Ja. Schauspielerin? Ja. Und Baden-Baden hat für Sie einen ganz bestimmten Grund, ne? Ja, ich habe schon einige Male hier in Baden-Baden Theater gespielt, habe deswegen ganz heimatliche Gefühle zu dieser Stadt. Und was haben Sie gespielt hier? Ophelia, Nina in der Möwe, ein Musical, Play Plautus.
Ich habe hier ein Jahr lang eine Fernsehsendung gemacht mit Fußballspielern. Und böse Zungen haben dann immer gesagt, mit Fußballspielern, und können die denn überhaupt schön malen und können die überhaupt schön raten? Und ich muss sagen, das haben die ganz prima gemacht. Bei Fernsehansagerinnen fragt man sich immer, können die überhaupt mehr als ihren Text sagen? Und ich habe ja hier, ich habe ganz tolle Sachen gelernt, liebe Fernsehzuschauer. Die Fernsehansagerinnen, nicht, dass die alle ablesen, die machen zum Teil ihre Ansagen selber. Stimmt das, Caroline? Ja, machen wir. Schreiben, alles dichten, machen alles. Also wenn die Texte vom Bayerischen Rundfunk nicht stimmen, wenn sie ansagen, machen sie das selber. Nicht immer, nicht immer. Gut, also es gibt noch einen schwarzen Peter. Ja? Wie ist das überhaupt? Ihr seid ja nicht fest angestellt, oder? Beim ZDF, wie ist das bei euch? Na, wir sind so Zwitterwesen. Wir haben 2 Jahresverträge. Nein, bestimmt nicht. Also, nein, bist du sicher? Nein, das ist, ja, gut. Ja, bist du sicher? 2 Jahresvertrag. Ja, 2 Jahresvertrag. Herr Andrich. Wir sind nicht fest angestellt und wir sind keine freien Mitarbeiter. Und bei Ihnen, Sie sind fest? Ein bisschen anders ist mehr, ja. Nun haben Sie auch furchtbar viel zu tun. Immer Sportnachrichten und dann bei Wim Tölke sind Sie immer dabei. Sie sind ja schon fast ein zweiter Wumm geworden, nicht? So, also irgendwie. Wollen wir sagen, ein Appendix. Ja. Jutta, ich kann mich jetzt nicht mit allen unterhalten. Wir unterhalten uns dann nachher noch ein bisschen. Zu jedem fällt einem ja nicht gleich was ein. Klaus, eine Frage wollte ich noch stellen. Eine Fernsehansagerin, das ist ja ein Frauenberuf, wo man sich vorstellt, das ist so ein Idealberuf. Also ich kann mir vorstellen, dass mancher Zuschauer sagt, Stewardess, ach, ist das schön. Aber in Wirklichkeit, wenn die dann also den Passagieren, denen schlecht wird, die dann immer nach hinten begleiten müssen und sowas, dann wird der Beruf auch nicht mehr so ideal sein. Und Fernsehansagerin sagen auch manche, ach, schön schminken, ganzen Tag in den Spiegel gucken und sicher die Kleider kriegt man geschenkt. Kriegen Sie eigentlich die Kleider geschenkt? Nee, überhaupt nicht. Alle selber kaufen? Ja. Und wie ist das bei einem Mann, ein Fernseher? Ist das eigentlich ein Beruf, der einen ausfüllt? Nein, ausfüllt, man macht ja nicht nur das. Aber ich meine, es ist schon sehr lustig, wenn alle möglichen Frauen versuchen, wie die Männer zu sein, dann ist das ganz in Ordnung, dann sind sie emanzipiert. Aber wenn ein Mann mal das macht, was sonst eine Frau tut, da sagt jeder gleich, warum eigentlich, wie komisch. Na, jetzt ist das Jahr der Frau, also vielleicht wird es mal das Jahr der Fernsehansager in diesem Fall dann. Ich weiß bloß, dass Sie, also wenn Sie Ansagen machen und irgendwo sind Damen in der Nähe, wenn wir zugucken, dann sagen die immer, Mensch, guck mal, wie der wieder angezogen ist und mein lieber Freund Donnerwetter. Sie machen natürlich auch Mode. Sind Sie sich darüber klar? Ja, und schön muss man sein, Frank. Ja, da haben Sie recht. Gut, also das hat der Klaus wieder hervorragend gesagt. Das war sozusagen unsere Begrüßung hier, damit wir alle ein bisschen locker werden. Denn glauben Sie mir eins, auch wenn hier Profis heute miteinander spielen, alle sind so nervös, richtig? Wir können das Spielchen spielen, wer hat das feuchteste Händchen? Ne? So, ich sitze also hier nicht den ganzen Abend auf diesem Stuhl, sondern ich möchte gerne einen Prominenten begrüßen, der auch zu Anfang uns angesagt hat. Wir haben nämlich jetzt einen ganz speziellen Ansager, der zu uns kommen wird. Und der hat seine Sache doch gut gemacht, findet ihr nicht? Was? Tadellos. Und wenn Klaus Eckert sagt, schön ist er auch, gut ansagen kann er auch. Also unser neuer Fernsehansager, Ivan Rebrov. Guten Abend. Ich komme mir vor wie der. Da ist das meins, ja? Ja, ich komme mir vor wie der Reiter über dem Bodensee. Ich kontrolliere immer noch, ob ich den Fehler gemacht habe. Denn nichts ist so aufreibender und anstrengender, als berühmte Ansager ansagen zu müssen. Aber ich muss wirklich sagen, Ivan, Sie haben das perfekt gemacht. Sollte Ihnen mal irgendwann ein Engagement verloren gehen, bewerben sich derzeit bei Klaus. Er hat gesagt, Sie sehen gut aus und machen gute Ansagen. Also, ja, die Telefonnummern habe ich ja. Gut, vielen Dank. Ein bisschen Gift in Kaffee manchmal. Darf ich das wieder haben? Willst du das haben? Na, das da hätte ich so gerne wieder. Wir machen nämlich ein ganz besonderes Spiel. Und dazu bleiben jetzt alle unsere Kandidaten erstmal hier sitzen. Und da muss ich noch ganz schnell sagen, bei unserem Spiel, bei dem ja gemalt und geraten wird, Montagsmaler, das sich übrigens in der ersten Runde auch sofort erklärt, für diejenigen, die zu Hause warten, ja, gibt doch endlich mal die Spielregeln durch, haben wir dieses Jahr uns entschlossen, mit den Kindermannschaften anzufangen. Aus folgendem Grund, man hat immer gesagt, viele Kinder möchten die Sendung sehen und die müssen dann so lange aufbleiben. Also sie können zu Hause etwas früher ins Bett gehen. Wir fangen mit den Kindern an. Und damit die Erwachsenen nicht denken, jetzt sind nur Kinder dran, nicht, müssen sie mitspielen. Und zwar bei einem Art Denkerspiel, bei einem Dichter- und Denkerspiel. Das passt ja zum Deutschen, nicht? Bei einem Dichter- und Denkerspiel. Alle Begriffe, die jetzt von den Kindern erraten werden, müssen dann von unseren Dichtern und Denkern, den Fernsehansagerinnen des ZDF und der ARD, hinterher zu einer tollen Geschichte verwoben werden. Lassen Sie sich überraschen. So, habe ich jetzt, glaube ich, hier nichts vergessen? Doch, der Caroline muss ich das Mikrofon geben, damit ihr nachher anfangen könnt. Gell? Schön aufpassen, wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Und jetzt darf ich Ihnen die erste Kindermannschaft vorstellen, und zwar die Kindermannschaft des ZDF. Guten Abend, meine Damen, meine Herren. Begrüßen Sie ganz herzlich.
Das sind übrigens... Das sind Profis, das sind Vollprofis. Nicht, dass Sie denken, dass die Intendanten jetzt ihre Enkel hier in die Fernsehsendung geschickt haben. Ihr habt ja alle schon mal Fernsehen gemacht. Ja. Du bist der Ralf. Ja. Jetzt pass mal auf, ob ich das alles noch hinkriege. Du bist die Beate. Und die, wie eine Blume war das, ein Blümchen. Du bist das Blümchen. Flora oder, nein? Hilf mir. Iris. Du bist aber gemein, mir nur ein I zu sagen. Und der Carsten. Ihr vier habt also was gedreht? Erzähl mal. Ja, wir haben eine 13-teilige Sendung gedreht. Ja? Und da hast du den Stimmbruch gespielt? Nee? Nee, den hatte ich. Wirklich. Ja. Und was war das für eine Sendung? Na, die ist also sozusagen aus einer Klasse, wie so der Alltag da ist. Und die meisten Teile, die wir gedreht haben, ja, also die sind auch in Wirklichkeit passiert. Also so abschreiben und solche Sachen? Nee. Nee? Nee? Mehr so mit Fußball, wie Fußball verboten wurde und sowas. Fußball wurde bei euch in der Schule verboten? Ja. Ja. Aha, aber auf dem Hof dürft ihr noch spielen, oder wie? Überall. Ja, doof, ne? Leider. Ja, und dann? Was ist da in der Zwischenzeit was passiert? Dürft ihr jetzt Fußball spielen? Nee. Nicht mehr auf der Schule. Oder ist vielleicht da ein bisschen eng? Nee. Aber es ist natürlich ein Problem eurer Lehrer und die ihr euch kennen und eurer Eltern, die werden sich schon drum kümmern. Wir müssen jetzt montags malen. Ich möchte euch nicht gleich jetzt mit irgendeinem Verbot hier die Stimmung verderben, ne? Also, wollen wir? Erste Runde, 2 Minuten. Ja. Wer fängt an? Ralf, gut. Ich hoffe, hier liegen in der Zwischenzeit meine Begriffe. Wir haben nämlich etwas Neues auch hier eingebaut. Und zwar haben wir nicht mehr diesen kleinen Fütterungscomputer, den wir immer hatten, da der so oft kaputt gegangen ist, habe ich gesagt, lassen wir ihn doch gleich weg. Achtung, Spiel ab. 2 Minuten lang, es geht um die ersten Punkte. Nun fangen wir an zu malen. Jetzt bin ich gespannt. Ist ja für dich aus Berlin nur nicht Baum, ganz einfach. Baum. Baum ist gut. Jetzt achte Wald. Auf. Ja, sehr gut. Was für ein Wald? Urwald. Nein. Was für ein Wald? Ihr habt eine weite Reise gemacht. Ich will euch am Anfang bis. Richtig. Das waren die ersten 3 Punkte für das ZDF. Wellen. Lastwagen, Autobus, Kombiwagen. Also Auto ist Wohnwagen. Schon die erste Silbe. Es geht ja um zusammengesetzte Begriffe. Auto. Autoanhänger. Nein. Autotransporter, Auto. Das, Autos Auto. Müssen ja irgendwo ein bisschen fahren, ne? Auto. Autobahn. Richtig. Schnell. Nein, halt, stimmt noch nicht ganz. Also Autobahn, ja. Autostraße. Ja, Autobahn, da kommt man irgendwie rauf und dann wieder runter, nicht? Auto. Autobahnabfahrt oder Auto. Ja, das gilt, komm, das gilt, richtig. Jetzt pass auf, jetzt. Besen, Handfeger. Na? Auge. Zahnputzen. Mund! Zahnbürste? Was für eine? Was für eine Zahnbürste? Zahnputzbürste. Nein, was für eine Zahnbürste? Elektrische Zahnbürste. Richtig, eine elektrische Zahnbürste. Haus. Nein. Spiegel. Richtig. So, jetzt zählt mal schön nach. Ein. Eierbecher. Eierschale. Daumen. Nein. Hand, Zeigefinger. Nein. Handfinger. Das sind ein bisschen kleine Finger, ne? Also, kleine Finger. Nein, die sind sehr kurz. Also. Zehn. Welcher? Große Zeh. Der große Zeh, richtig, der gilt noch. Also der große C gilt noch, da gibt es überhaupt keine Frage. Ich bedanke mich bei euch, ihr habt 15 Punkte aus der ersten Runde und sie waren ein bisschen schwerer als das, was ihr so geübt habt. Aber ihr habt es toll gemacht. Bedanke mich. Und an dieser Stelle darf ich vielleicht unser Orchester vorstellen. Genau, es ist das Jochen Brauer Sextett. So, ich habe gerade eben das Jochen Brauer Sextett vorgestellt. Ich war da ein bisschen voreilig. Ich wollte euch eigentlich noch zeigen, wie Jochen Brauer sein Orchester immer zu Ende dirigiert. Das hätte ich interessiert. Komm, ich zeig's dir ganz schnell. Ich muss mich zwar furchtbar beeilen. Jochen, bitte spiel ganz schnell. Er achtet auf dich, wie du da aufhörst. Was macht er? Geht mit der Pfeife hoch. Pass auf. Ich würde... Prima. Komm, das war schon so gut. Lass ihn mit der Pfeife hochgehen. Morgen geht er wieder mit der Flöte runter. Also, das war wirklich prima.
Das ist, jetzt muss ich bei euch auch euch alle wieder unbedingt richtig vorstellen. Du bist der Martin, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und das ist nicht der Carsten, den hatten wir schon, das ist der Andreas. Und du hast diesen schönen nordischen Namen, dann bist du die Trixi. Ja. Und du bist die nicht die BB, die hilf mir auch mit dem ersten Buchstaben. Sag's doch. Die Britta. Die Britta. Siehst du, das B hatte ich vergessen. So, komm, fang an. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es steht 15-0 für das ZDF und das könnt ihr jetzt hervorragend aufholen. Und hier sind jetzt erstmal eure Begriffe. Pass auf, die muss ich jetzt erstmal hier rausholen. Das ist wieder eine Ordnung hier. Donnerwetter. Bist du auch so ordentlich wie ich, ja? Ja. Dann bringst du es nicht weit. So, Achtung. 2 Minuten für euch. Spiel ab. Baum. Baum war gut. Baumwurzel. Nein, nein, nein. Tanne. Tanne, ja. Tanne nach Weihnachtsbaum. Ja, da sind ja ein paar. Da sind ein paar. Nadelbaum. Nein, viele Bäume. Wald. Ja, ja, was für einer? Tannenwald. Nein, ja, ja, aber der Wald, der hat einen Namen. Baumschule. Guck mal, jetzt eine weite Reise. Ja. Achtung! Straße! Straße! Straße ist schon sehr gut. Kreuzung, Ampel! Straße! Nebenstraße! Autobahn! Abfahrt! Autobahnabfahrt, richtig! Straße, Ärmel! Zahnbürste! Ja, nein, eine Zahnbürste war richtig. Elektrische Zahnbürste! Toll! Toll! Nein. Ping-Pong-Ball. Nein. Schläger. Schläger. Tischtennis-Schläger. Ganz kalt bis jetzt. Eine Ampel, ein Gesicht. Sticker. Ein Mannequin. Also, pass auf, ein Gesicht kann da manchmal drin Flasche. Sein. Eine Flasche, ein Flaschengesicht. Nein. Ein Schlüsselloch. Nein. Nein, nein, nein. Eine Ampel, eine Scheibe. Pass auf, er macht ein neues Modell. Er malt ein neues Modell. Fenster? Nein. Ein Fenster. Ja, so eine Art Fenster. Aber nein. Sichtfenster, oder? Verstehst du, ich meine, man sollte sich... Ja, richtig. Spiegel, ja. Dicke Zehe gekommen bist. Donnerwetter, bin ich froh. Herzlichen Dank. Es steht 15-15 nach der ersten Runde. Was wollen wir eigentlich mehr? Jetzt wird's spannend. Pass mal auf. Jetzt kommt ja die große Geschichte. Wer ist bei euch mit der dicken Zehe dran? Denn hier geht's los. Jetzt wollen wir also eine kleine Geschichte hören. Ein Krimi oder ein Liebesroman? Was soll's werden? Hanni. Abenteuergeschichte. Eine Abenteuergeschichte, meine Damen und Herren. Sie hören eine Abenteuergeschichte. Herausgeber sind die Ansagerinnen und Ansager des Zweiten Deutschen Fernsehens und der ARD. Und zwar zum Inhalt muss jeder einen Satz haben oder auch zwei, in dem einer der erratenen Begriffe zum Vorschein kommt. Caroline, mit welchem fangen Sie an? Mit welchem Begriff? Wir Bayern fahren gerne in den Schwarzwald. Gut. Und wenn die Bayern dann an die Autobahnausfahrt Baden-Baden kommen, dann schlägt ihr Herz höher, denn ach, da erwartet sie nämlich was ganz Besonderes, aha, nämlich die elektrische Zahnbürste. Oh, oh wei. Ja, aber wenn Sie nun erst weiterfahren, nämlich in den Sender Baden-Baden und gehen dort in die Maske, dort sehen Sie einen schönen großen Spiegel. Jetzt Ivan. Jesus, nein. Jemand, der sich also in dem Spiegel betrachtet hat, wollte dabei trinken einen Topf Tee. Ein Topf heißen Tee, ja. Der fiel ihm auf den großen Zeh. Das tat ihm furchtbar weh. Da war die Geschichte schon zu Ende, war das ja zu Ende schon. Das war aber eine kurze Abenteuer. Das war aber eine kurze Geschichte. Also, was mache ich denn jetzt mit euch? Das ganze ZDF war nicht dran. Was machen wir denn da überhaupt? Ihr erzählt mir jetzt wahre Geschichten aus dem Leben, was? Nein, das machen wir nach der Sendung. Aber Ivan, vielleicht können Sie so nett sein und nochmal in groben Zügen die Geschichte wiederholen, damit wir noch ungefähr wissen, worum es ging. Ja? Ganz schnell. Achtung, Sie hören Ivan Rebrov mit der Zusammenfassung der Montagsmaler-Geschichte.
Ну, Господи Боже, я уже все забыл. Ну, знаете, природа дала нам два уха, только один рот, чтобы мы слушали много и говорили мало. А я вообще ничего не знаю больше. А, Bosch heißt also dann großer Fuß. So kann man sich wunderschön herausreden. Aber stimmt alles übrigens. Sie dürfen das gleich mitnehmen, dieses herrliche Mikrofon, denn die ARD muss jetzt ein bisschen warten gehen. Wir gehen in die Runde mit dem ZDF. Und wenn ich den Ivan bitten darf, die Damen mit zu begleiten, hinter die Kulissen sozusagen, ja, damit sie eingeschlossen werden und mit den Kopfhörern taub gemacht werden für einige Minuten. Jetzt wird's ernst. Wollen wir? Darf ich bitten, meine Damen? Vielleicht gibt's ein bisschen Musik dazu, Jochen? Hm? So, hier habe ich also schon die Begriffe. Ihr habt 2 Minuten Zeit. Ja. Insgesamt für jeden erratenen Begriff gibt es 3 Punkte. Ja. Es steht 15 zu 15. Elfi, gut. Achtung, es ist ganz leicht. Wir haben es extra für euch so gemacht wie für die Kinder. Ne? Wir werden später dann sehen, ja. Achtung, Spiel ab. Mann. Mantel. Frau. Pferd. Nein. Kopf. Fahrrad. Dreirad. Nein. Also ist ganz falsch. Ganz Zwilling. Falsch. Röcke, Kleider. Ja, jetzt schon näher. Rock ist gut. Bauch. Rock und Hose. Rock und man beachte vielleicht mal das Muster. Schottenrock. Schottenrock. Nein, das ist mir zu viel. Pantenrock. Nein, das ist mir zu viel. Karierte Rock. Röckchen. Haltet euch Schottland. Schottland ist schon besser. Schotte. Schotte. Richtig. Zähne? Nein. Drillinge! Drillinge, richtig! Drillinge, gut. Drillinge können ja mal Zähne werden. Nee, Wasser, Krokodil. Ein Krokodil. Krokodil ist gut. Zähne. Nein? Krokodilstränen. Richtig! Foto. Kino, Fernsehen. Fernsehsendung. Fernsehprogramm. Fernsehstille, Fernsehstörung. Wie heißt das genau? Wie heißt das genau? Tonstörung. Wie heißt das bei euch? Bildstörung. Richtig. Mann, Schneemann. Nein. Bauch, Bauchnabel. Bauch ist gut. Bauch. Humor in den Bauch, also mit Bauchschmerzen. Nein. Nein, nein, ganz falsch. Bauch. Ja, Bauch und? Bauch, Herz. Da ist doch noch was. Bauch. Bauchrinder. Ja, richtig. So, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. 30 zu 15, ich bedanke mich. Wenn ihr euch wieder ein bisschen ausruhen wollt. 30 zu 15 ZDF gegen ARD bis jetzt. So. Ja, Caroline. So, es steht also wie gesagt 30 zu 15. Und jetzt werde ich dieses Deckblatt wegziehen und dann geht es los. 2 Minuten für die ARD. Mal sehen, ob ihr es schafft. Das wäre spannend, jetzt wenn es wieder unentschieden wird. Achtung, Spiel ab! Ein Mond, ein Haus, ein Tannenbaum, ein Mädchen, ein Weihnachtsmann, eine Frau, nein. Ein Tänzer, ein russisches. Funkenmariechen, nein, das nein. Muss sein. Nein, ein ja, ja. Ein Lied geht durch die Welt. Nein. Ein Schwarzwaldmädel, ein Oh. Ja, wie kann ich jetzt helfen? Oh, ein Weihnachtsmann. Ein bisschen weiter weg. Also nicht Schwarzwald. Ein Schotte, ein Schotte. Ein Schotte. Ein Schotte. Achtung! Ein Kind, zwei Kinder. Nein, viele Kinder. Ein Kindergarten. Ein Kinderchor. Bleibt doch auf diesem Weg. Ja, ein Kind. Viele Kinder. Viele Kinder. Ja, viele Kinder. Viele Kinder verderben den Brei. Ne? Ja, viele Kinder. Vatermantel. Zählt doch mal nach. Viele Kinder. Drei Meter raus. Im Kreis. Ja, ihr seid ja drei. Drillinge. Richtig. Stopp. Wir müssen mal die Zeit stoppen. Es passiert überhaupt nichts. Wir stoppen hier. Hier hat es eben geklingelt. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben, ja?
Ach, das ist ja reizend. Na gut, mal sehen, ob ihr richtig gehört habt. Ich frage aber, ihr Lieben von der Jury. Danke, da hinten sitzt eine Jury. Die haben so große Augen und so große Ohren. Mal sehen, ob sie wirklich alles immer sehen und hören. Habt ihr wirklich schon vorher Drillinge gesagt? Ja, schon lange. Dann habe ich geschlafen, ihr kriegt 4 Sekunden extra. Gut, okay. Also vorher, ja? Ja, gut. Na, was? Gut. Ja. Nein, das haben wir jetzt gestoppt. Guck mal, hier. Ja, okay. So. Achtung, das Spiel geht weiter. Ja, oh Gott. Ja. Ganz ruhig bleiben. Ja. Wasser, Welle, Schlange, Boot, Regenwurm. Schwimmen. Da schwimmt einer gegen den Strom. Eine Ente schwimmt. Nein, ist keine Ente. Krokodil. Ja. Krokodilsrennen. Ja. Richtig. Es steht 30 zu 24. Es ist noch alles drin. Oh ja, ein Wohnwagen. Nein. Ein Fernseher ist gut. Fernseher. Ja, da ist was. Eine Sendung, die ausgefallen ist. Ja, wie heißt das? Bildschirm, richtig. Es geht drum, Achtung. Oh, ein Mann. Oh Gott. Was könnte das denn sein? Ja, redet nur. Ein Känguru. Nein. Er hat im Magen was. Liebe geht durch den Magen oder so. Kein Hund mehr. Der Magen Vogel. Ist schon nah dran. Vogel im Magen. Nein. Was war nah dran? Was war da? Sich den Magen verdorben? Nein. Liebe geht durch den Magen? Nee. Nein. Vogel, er hat einen Vogel im Magen. Nein, Mund im Magen. Schade. Es tut mir leid, ich kann es euch jetzt sagen, es war ein Bauchredner. Ach, ja. Den falsch gezeichnet. Aber ich meine, das ist doch nun wirklich ganz knapp. 30 zu 27 und Caroline, Sie können überhaupt nichts falsch gezeichnet haben. Oder finden Sie, dass Caroline was falsch zeichnen kann? Sie können überhaupt nichts falsch zeichnen. So, also. Puh. Das waren also unsere ersten beiden Spielrunden. Ich habe sehr viele Flüsse schon besungen, das Schwarze Meer und die Wolga, aber noch niemals vom Don. Jetzt habe ich die erste Platte mit dem Don also auch rausgebracht. Vielleicht freuen sich die Badener, wenn sie mal die O's besingen. Ja, das singt sich ja schön. O und dann anschließend noch so ein schönes, knackiges N dazu. Seien die sehr schön. Herr Rebroff, man muss nicht nur ein Bewunderer Ihrer Show sein, um zu sehen, was Sie für ein vielseitiges Showtalent sind. Sie sagen großartig an, Sie tanzen, Sie bewegen sich, Sie laufen Gags drauf, Sie haben eine Stimme, die nun wirklich zu Gold geworden ist in Ihrem Falle. Ein so vielseitiges Talent kann dann auch noch malen. Das wollen wir Ihnen mal schnell beweisen. Ja. Nicht? Ein kleines Bildchen dazu möchte ich noch sagen. Ich sprach vorhin von einer kleinen Überraschung. Wir haben Ivan gebeten, mal ein Lied zu singen, das man nicht unbedingt von ihm erwartet und mal nicht Richtung Ural zu gehen, wenn er seine Noten sucht, sondern mal rüber in die Vereinigten Staaten. Und ich glaube, Sie haben da was ganz Hübsches gefunden. Ja, das glaubt man eigentlich gar nicht von mir. Es ist eine nette Geschichte. Ich hatte 2 Konzerte in der Carnegie Hall in New York. Und nach dem ersten Konzert kam ein farbiger Amerikaner zu mir mit ein paar Platten unter dem Arm von mir und bat, ich möchte sie ihm doch unterzeichnen auf den Namen Paul Robeson. Ich stutzte eine Sekunde, denn ich habe zu Hause ein paar alte Schellackplatten von einem fantastischen Bass, von einem Negerbass, der hieß Paul Robeson. Ja, sagt der Mann, das ist mein Vater. Ist leider sehr krank, liegt zu Hause im Bett seit einigen Jahren schon in Philadelphia. Nun, ich hatte in den nächsten Tagen ein bisschen Zeit, bin einmal rübergeflogen und habe ihn besucht. Er hat sich sehr gefreut darüber und wir haben uns gegenseitig Komplimente gesagt. Und ich habe ihm gesagt, wie schön ich ein Lied von ihm finde, das eigentlich durch ihn Weltruhm gewonnen hat. Und zwar ist ein Neurospiritual, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Und ich habe gesagt, wie schade, dass ich es nicht singen kann, denn ich bin ja kein Farbiger. Und das war eigentlich ein bisschen böse und sagte, mein Gott, wollen wir doch in der Musik die Schwarz und Weiß nicht immer machen oder Gelb und Rot. Alle Leute, die Stimme haben oder die sich für Musik interessieren, sollen auch nur wirklich die Musik von anderen Leuten auch singen. Das ist doch nun wirklich kein großes Verbrechen, wenn mal ein Russe was Deutsches singt, wenn man Deutscher was Russisches oder wenn ein Weißer was vom Schwarzen oder ein Schwarzer was vom Weißen singt. Ich weiß nicht, was Ihnen besser gefällt, die zauberhafte Geschichte oder das hervorragende Selbstbildnis. Ja, das war noch vor der Abmagerungskur. Da habe ich noch so einen kleinen... So, ja. Herzlichen Dank. Also. Dritte, alles entscheidende Runde, 30 zu 27 für das ZDF. Die ARD fängt an als punktschwächere Mannschaft. Und Caroline Reiber wird jetzt auf ihren zarten Schultern die Verantwortung tragen und ganz alleine malen. Ihr müsst raten, Handicap ist eingebaut, alle 30 Sekunden raten oder 5 Punkte Abzug. Achtung, es geht los, Spiel ab. Es fängt ganz leicht an.
stören ein noch nicht Baum, viel. Eine Blume. Rose. Blume ist schon gut. Blume. Was ist gut? Blume ist gut. Blume ist gut. Aber es ist ja mehr. Durch die Blume sprechen. Ja, durch die Blume sprechen. Ja, wie heißt das genau? Nehmt mal ein anderes Wort für sprechen. Lass Blumen. Die Blume reden. Durch die, lass Blumen. Ja, stopp, soll ich es gelten lassen? Gut, ich darf es gelten lassen. Okay. Dafür hat man ja eine Jury, nicht? Eine Jetzt Kirche, ein Dorf. Das Publikum weiß es schon. Eine Kirche, Ivan Rebrov. Richtig. ein Vogel. Ein Hahn. Ein Was für ein Vogel? Kommt ein Vogel geflogen? Ein Vogel. Sich mit fremden Federn schmücken? Nee. Oh. Hahn dem Hahn die Federn ausrupfen? Nee. Witwe Bolte? So was nicht. Gott, oh Gott. Wilhelm Busch, ja, irgendwie sowas. Den Hahn rupfen? Nein. Ja, jetzt sich ist mit fremden Federn schmecken. Ja, man rupft doch nicht einen Hahn. Den Huhn, das Huhn. Nein. Nicht einen Huhn. Nee, die Hahn rupfen. Nee. Das gibt's noch was. Also, tut mir leid, Sie waren aber ganz nah dran. Ja, was war's denn? Was war's denn? Punktabzug, sag ich nicht. Sag ich nicht, danke. Oh. Eine Fernsehsendung? Ja. Ja. Lottozahl. Wie heißt das genau? Ziehung der Lottozahl. Richtig. Eine Kirche. Eine Kirche. Das könnte auch ein Schloss sein. Ein Kirchenfenster. Ein Schloss? Nein. Also eine Kirche ist es nicht. Da drin wird sicher sehr wenig gebetet. Ein Dorf. Es soll ein Schloss sein. Ne? Ein Haus. Jetzt wird's schon besser. Bier. Das Haus brennt. Nein. Ein Bierkrug. Ein Bierkrug. Oktoberfest. Ja, jetzt sind Sie nah dran. Die Wiesen. Die Wiesen. Nee. Nein. Bisschen mehr in die Innenstadt. Was? Was mehr? Ach ja, natürlich. Hofbräuhaus. Richtig. München Hofbräuhaus. Das ist eine Fernsehsendung. Mit Wasser was. Jetzt kommt was mit Wasser. Mensch. Schwimmt jemand? Auf ja, es ist Sport? Toll gemalt. Sport? Es ist toll gemalt, muss ich sagen. Schwimmmeisterschaften, Europameisterschaften, Schwimmen oder so was. Eiskalt. Gott, was ist denn das da drauf? Wasserreiten, Wasser. Nee. Ihr sagt zu viele Programme an und guckt zu wenig. Das ist richtig, ich werde in Zukunft mehr Fernsehen gucken. Ja. Und was für eine? Auf dem Wasser schwimmen. Ski, Wasserski? Nein. Wasserski. Ich möchte niemanden beleidigen, aber viel besser. Mit das Beste. Naja, schade. Was ist denn das? ARD führt noch mit 7 Punkten. Ach du lieber Gott. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein Chinese. Das ist schon sehr gut, ja. Strauß in China. Ja, Moment, da sind dann nah dran. Strauß mit in China. Was meinen wir da? In Peking? Das ist ganz richtig. Welches Ereignis meinen wir da? Schade. Strauß in China, das reicht noch nicht. Das alleine hätte vielleicht die Welt noch nicht so sehr in Atem versetzt, nicht? Es war etwas mehr. Ich möchte nicht sagen, falls die anderen schon hinter der Tür stehen. 37:30 für die ARD. Caroline, ich kann Ihnen die besten Komplimente machen. Sie zeichnen Zauber. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Richtig. Ach, ich weiß nicht, ob Sie es zu Hause gesehen haben, aber Sie hätten eben hier einen Sport aller Jutta Heine sehen können. Donnerwetter. So, die Elfi übernimmt jetzt die Aufgabe des Zeichnens in der letzten Runde fürs ZDF. Es steht 37:30. Jetzt heißt Daumen drücken, raten, gut zeichnen. Achtung, Spiel ab! Da beißt die Maus keinen Faden ab? Nein. Mann im Ohr, nein. Grün hinter den Ohren. Nein. Unschuld. Was sehen Sie? Eine Blume. Eine Blume. Sie sehen eine Blume, eine Blume. Eher die Unschuld. Blume ist schon sehr gut. Durch die Blume bitte. Durch die Blume sprechen. Nein. Ich lasse es gelten, vorhin galt auch. Okay. Blume sprechen. Sonst kriege ich eine Dauerleitung alter Mann. Zur Jury. Alter Mann? Aus Köchin, Ivan Rebrov. Richtig. Das ZDF ist in Führung gegangen mit 3 Punkten. Eine Maus. Hahn. Ein Hahn. Huhn. Küken. Also
Hahnenkorb. Nein, Huhn war gut. Huhn auf dem... Was, das Huhn, Huhn auf der Stange, nein. Nee, na, was passiert so mit wenn dem... der Hahn auf dem Dach ist? Nein. Der Hahn auf dem Dach? Dann macht ihr Henne Feierabend, oder wie? Nein, es ist, also ganz anders. Huhn-Ei legen. Tut mir leid. Okay. Fernsehsenden, ne? Das ist nicht falsch. Fernsehen... Na? Fernsehen. Fernsehsendung. Das ist Haare, ein Gesicht. Also ich kann jetzt gar nicht helfen. Anneliese Rothenberger? Nein. Herr Andrich, das wäre... Ich helfe Ihnen, wenn ich Ihnen sage, was Sie eben gesagt haben. Das wäre sehr uncharmant. Aha. Gut. Was drei Münzen in deinem... Ja, was sehen Sie denn? Ich sehe Geld und ein Gesicht Geld. Und Haare. Ein... Ach. Nein, ja, es tut mir leid. Nein. Anstrengend. Ist noch alles ein drin. München. München? Ja. Ein Hofbräuhaus. Richtig. Hofbräuhaus, ja. Augen. Nee. Eine Maus? Nein, die Sendung da. Wie ja. heißt denn der? Rudi Carell. Ja, ja. Am Laufenden Band. Richtig. So, jetzt geht's drum. Jetzt geht's drum. Es steht 40 zu 37 fürs ZDF. Ein Mann? Nee. Ich kann hier nicht Nein sagen. Herrn Gießkanne. Ein Mann ist schon mal richtig. Ja. Was Mann sehen Sie Mond, noch? Mondmann. Mann. Was sehen Sie noch? Chinese. Ja. Chinese. Heiß. Oh, es brennt. Chinatown. Tut mir leid, schade. Also spannender geht's nicht. Im Moment steht's 35 zu 37 für Haustür die ARD. Haustür mit der Haustür. Also es tut mir so leid. Das Spiel ist zu Ende und ihr habt so knapp verloren. Also es tut mir richtig leid. Es tut mir so leid, Mensch. Die Elfi hat so schön gemalt. Also ich muss jetzt... Also, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich kann euch jetzt nur mal hier Dankeschön. Die Trostmedaillen übergeben, die ich natürlich auch gleich im Fernsehen zeigen Dankeschön. Werde. Müssen wir die damit, im Hals tragen? Ja, das wäre so ein richtig schöner Klunker. Vielleicht kann man das so sehen. Die Montagsmaler, eine kleine Erinnerung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss also jetzt irgendwie, das müsste jetzt im ZDF übertragen werden, nicht? Also, liebes zweites deutsches Fernsehen, was Sie uns hier geschickt haben, dafür kann man sich nicht genug bedanken. Wenn Sie mal jemanden von uns brauchen, wir helfen gerne mal bei Ihnen aus, gell? Und, also, ihr seid so knapp, habt ihr verloren. Ich bin davon überzeugt, ich kriege jetzt wieder tausende von Briefen, wo drin steht, du hast denen nicht geholfen, du hast denen nicht genügend geholfen. Elfi. Vielen herzlichen Dank. Und ihr könnt jetzt schon mal an die Bildergalerie gehen. Jetzt machen wir einen Sesam. Ja, ihr dürft schon gucken. Gucken dürft ihr schon. Gucken dürft ihr. Gucken dürft ihr. Ja? Ihr könnt euch aber auch noch ein bisschen hier auf die Spielbank setzen. Nicht? So, jetzt zu den Siegern. Und die Caroline freut sich, die wollte so gern ein Bild haben, ja, gell? Und lieber Frank, morgen gehe ich in München vor das Hofbräuhaus und schaue mir das mal genau an. Das ist ja eine Blamage, wie ich das gezeichnet habe. Also, herzlichen Glückwunsch, dass ihr wart wirklich prächtig und ihr könnt jetzt die große Siegesfeier machen und euch freuen und bitte sucht euch jetzt die Bilder aus. Wir haben nur, wie gesagt, wirklich nur für die Siegerbilder. Euch muss man halt ein bisschen trösten da drüben. Sucht euch was Schönes aus, was euch am besten gefällt. Ihr habt nur eine halbe Minute Zeit dazu und ihr seid nicht zu traurig? Nein. Ganz sicher nicht. Das war furchtbar, aber ja. 37 zu 5, das ist überhaupt kein Ergebnis. Das ist also zwei Punkte Unterschied. Das ist, ja. Naja, gut, also vielen Dank fürs Mitmachen. Und bitte grüßen Sie alle Kollegen vom ZDF und schickt uns möglichst viele, nicht? Ich finde das richtig lustig, denn viele im Publikum, die denken immer, ZDF und ARD, das sei Krieg. Das ist ja in Wirklichkeit gar nicht so, nicht? Könnten Sie sich... Ja, ihr gratuliert den Gewinner. Guck mal, jetzt geht's hier los. Kann ich denn mal ein paar Bilder zeigen? Was ist denn da nicht? Was hat sich der Klaus ausgesucht? Zeigt doch mal alle eure Bilder. Hä? Zeigt doch mal alle eure Bilder, damit wir jetzt noch sehen, wer hier was gewonnen hat. Caroline, Sie haben gesagt, Sie sind so stolz auf Ihr Bild. Das wollen wir jetzt auch mal zeigen. Das kommt in meine Bauernstube. Hier hinten stand, wie das heißt.
Das ist der Fürstengruß von Fritz Seemann. Das war es doch, nicht? Toll. Kommt in die Bauernstube von Caroline. Also, uns hat Spaß gemacht. Ich darf mich bedanken. Die nächste Sendung wird am 3. März sein. Wieder ARD gegen ZDF mit einer ebenfalls sehr interessanten Paarung. Und zwar mit, hören Sie gut zu, der Hitparade gegen Studio B am 3. März. Bis dahin, schönen Abend, Ihre Montagsmaler. Wiedersehen.